So, und willkommen auch zurück. Ja, erstmal eine traurige Nachricht. Mein Minecraft ist ja erstmal in der Hölle abgestürzt. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Dann hat Fabs wieder nicht aufgenommen. Bla. Und dann bin ich noch sozusagen in der Hölle gestorben. Meine teilweise Sachen sind weg. Das heißt, mein Golden Pack und ein paar Items sind weg. Sind Fuji. Meine Werkzeuge, meine Gun und so was konnte ich noch retten. Rüstung ist auch Fuji. Keine Ahnung, wo die gelandet ist. Konnte ich auch nicht mehr retten. Ich kann jetzt auch irgendwie diese Schmetterlinge nicht einfangen, weil ich keinen Kescher habe. Habe dann aber hier diese Knochenfragmente hier noch reingeworfen. Aus dem Grund, damit ich noch ein paar Knochenmehl bekomme. Aber was ich jetzt eigentlich vorhabe, ist, beziehungsweise gleich in den nächsten Stunden, Tagen, je nachdem, wie ich die Zeit aufbringen kann, mit Computercraft. Tschüss, Schaf. Mit Computercraft zu arbeiten. Da schaue ich mal gerade nach, was haben wir denn alles an Wolle? Ja, da muss ich auf jeden Fall noch einen Wollentypen dabei packen, denn ich brauche noch mehr Farben. Ich brauche, um genau zu sein, 9 Farben. Und hier habe ich erstmal gerade 7 Stück drin. Das wäre auch kein Problem für den Anfang. Da ich erstmal nur mit denen arbeiten kann und dann kann ich immer den Rest noch zuziehen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich glaube sogar sind auch teilweise die passenden dabei. Ich gucke gerade Leim, ja hellgrün. Vielleicht brauchen wir noch ein hellgraues oder so. Da müssen wir ein bisschen Knochenmehl noch drüber packen. Oder irgendwie eine Farbe noch da hinten bei den Schafen zusetzen. Och, geh am Mikrokabel, geh mir jetzt nicht auf den Keks, du. So. Wie gesagt, da brauche ich auf jeden Fall 9 Farben von. Ich werde auf jeden Fall alle machen, dass ich da immer genug Reserve habe. Das heißt, es wären noch ein paar Schafe oder ein paar Schermaschinen dahingesetzt. Vielleicht noch eine als Zusatz, wo dann halt andere Farben reinkommen. Damit ich halt die anderen Farben immer daneben bei habe. Ich schaue mal gerade, wie gesagt, die sind dabei. Ich glaube auch ein weißes Schaf ist zu viel oder dreie. Gut. Das heißt, ich könnte vielleicht so ein grün, noch so ein weißes schon umfärben. In hellgrau. Hellgrau brauche ich, glaube ich, noch, oder? Schwarz. Lichtgrau. Genau, hellgrau ist das. Das machen wir nämlich jetzt erstmal sofort. Grauer Stoff. Plus weiß. Sollte jetzt Lichtgrau geben. Genau, hellgrau. Ist auch irgendwie Mischstoff. Kommt dahin. Damit ich ja auch ein bisschen Wolle nebenbei farmen kann, denn dann bin ich so ein bisschen so irgendwie offline. Lass die Welt einfach weiterlaufen. Und vielleicht kriegen wir noch ein bisschen bei den Bäumen raus. Da muss ich ja auch gleich. Oh, da war ein Schmetterling, toll. Zack, jetzt haben wir noch Lichtgrau. Das ist ganz okay. Ja, auch Schermen ruhig weiter ab. Dann müssen wir halt die anderen Farben auch noch in Violett und Pink und beziehungsweise Rosa. Soll ja alles was werden. Aber wie gesagt, das habe ich dann so vor, dass die Schmelzerei halt anders läuft. Das wird dann so rauslaufen. Ich habe einen Zettel vorbereitet, das heißt, die A4-Seite komplett gerade aufgeschrieben. Ich werde mit zwei Computern arbeiten. Einerseits den Datentechnik-Computer plus noch Glas wird da steuerbar sein und einmal die Abfüllbecken. Das wird dann so aufgebaut, das heißt, hier kommen immer noch zwei Felder bei. Man kann sie anhalten und stoppen, wie das Feld, das wird genauso sein. Die werden hier, glaube ich, hier neben kommen, die beiden. Oder auf der anderen Seite, oder ich schau mal dann halt, wo ich den Platz dafür finde, oder halt passend bedenke, aber ich glaube, das werden diese beiden hier werden. Von der Größe her wird das gleiche sein, das heißt, ich kann hier mit Touchscreen nachher auswählen, was ich starten will, beziehungsweise was ich starten möchte, oder ich kann auch hier ausschalten, was ich ausschalten möchte. Es wird immer so sein, dass halt immer alles aus ist, im Normalfall. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dann starten will, dann muss ich erst den Timer einschalten. Dann habe ich zum Beispiel noch die Lavapumpe, die möchte ich halt separat noch starten. Das heißt, die müsste ich jetzt auch zum Beispiel starten. Und dann kann ich halt auswählen, was will ich denn starten. Beim ersten, bei dem Technik und Daten wäre zum Beispiel noch Glas dabei. Und die anderen, die dann ausgeschaltet werden, wären dann zum Beispiel Gold, Eisen, Kupfer, Zinn und Alu. Und das ist halt das Kies, was ich noch so unterwegs finden kann. Das möchte ich halt nebenbei einschmelzen. Und vielleicht irgendwie ein paar Bahnen oder Waffen, was ich alles noch in den Kisten oder so finde. Gold Nuggets von den Pigments, wenn ich da ein bisschen was mit arbeite. Oder hier von, ja, vom Twilight oder so, wenn ich da mal reingehe. Was ich da so alles finde, weiß ich natürlich nicht. Das ist immer so die Problematik, was man da so finden kann.
Oder wenn ich die Büsche habe, alles da reinwerfe, das ist schon super dann okay, wie ich das dann gern haben möchte. Ja, jetzt werden wir mal irgendwie versuchen, noch ein paar Gartenscheren, beziehungsweise mal zu gucken, ob ich auch noch ein paar Emeralds habe. Emeralds, oh Emeralds. Ich glaube, ich habe erstmal einen richtigen Hals. Ja, ich habe einen richtigen Hals, muss ich ehrlich sagen, weil das ist natürlich ein bisschen schade, dass ich dann halt gestorben bin. So. Ich glaube, ihr braucht da ein paar Weizen. Ich nehme mal hier so ein paar Stacks mit. So. Wo komm ich? Ja, hier komme ich genau im Dorf aus. Boah, ich wollte gerade sagen, nicht schon wieder sterben hier. Hier wäre es jetzt kein Problem gewesen. Ich wäre ja direkt am Dorf gewesen. Das ist ja eine andere Sache. Zwei für das Ding. Wie? Ich kann auch nicht. Warum kann ich dich auch nicht? Da. Den kann ich aber. Das heißt, du wirst jetzt erstmal teuer bezahlen hier. Dankeschön. So. Die sind halt alle verbraucht. Das heißt, ich müsste, glaube ich, irgendwie da in der Nähe stehen. Warum funktionierst du denn nicht? Aber zeig's mir hier alles an. Komisch. Komisch, ja, Orko fast leer. Danke für die Information, Handy. Wollte ich jetzt auch nicht wissen. Warum nicht? Warum nicht? Da Gartenscheren. Da hole ich mir jetzt erstmal drei Stück wieder. Die sind ja alle, beziehungsweise da ist noch eine halbe, aber den Rest kann ich auch noch gebrauchen. Habe ich wenigstens noch eine in der Reserve. So. Das kommt weg. Jetzt habe ich nämlich noch diese Knochenfragmente. Ja, das wird jetzt halt erstmal diese, sozusagen meine vorletzte letzte Aufnahme erstmal. Dann programmiere ich und dann gehen wir halt mit der Schmelzerei und mit den ganzen Kabeln etc. alles vorarbeiten. Das heißt dann wieder Smeltery aufbauen. Ich gucke nämlich gerade mal, ob der Platz auch reicht. Denn die Verdrahtung ist auf jeden Fall großflächig geplant und da müssen die Blöcke natürlich reichen. Das wird aber wohl nicht so sein. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Doch, das könnte passen, denn ich brauche 1, 2, 3. Und dann ist die Smeltery aber nochmal 5 breit, ne? Ja. 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich werde ein paar Blöcke in die Wände reinbauen müssen noch. Hinten raus noch. Und hier Platz verbrauchen. Das heißt, weil hier kommt noch eine kleine Smeltery rein, wo ich halt mein Werkzeug ein bisschen machen kann, wo ich halt mir ein bisschen Werkzeug bzw. Adrit und Kobalt aus der Hölle holen kann, damit es halt auch ein bisschen Erfahrungspunkte etc. da auch noch steht, damit wir da auch noch ein bisschen farmen können, ein bisschen mehr tun können. Wir müssen auch Wither, ich will auch bald das mit dem Wither noch machen, das heißt Wither Skelett töten, den Wither spawnen, den irgendwann auch ins End gehen und natürlich soll alles geschehen hier. Also da bin ich mir nicht zu fein für, um das auch noch in Angriff zu nehmen. Aber ich schau mal gerade hier. Du könntest. Ja, du hast Punkte. Aber du bist leer Eiche. Das ist natürlich nicht gut. Boah, hier muss man ja doppelt auf, beziehungsweise doppelt hingucken. Der noch? Oh, da haben wir doch was. Da haben wir doch was. Common Walnut. Nice, da muss ich gerade mal gucken. Denn, habe ich denn die, genau, die Seite wollte ich haben. Common Walnut. 2x2, das heißt, ich brauche 4 Setzlinge davon. Kirsche. Kirsche. Da wird auf jeden Fall noch was passieren. Aber du hast hier noch nichts getan, sehe ich, ne? Da ist noch nichts passiert. Hier auch noch nicht. Schauen wir mal. Oh. Immer tut er sich hier weh. Ja gut, ich habe jetzt auch keine Rüstung mehr an. Silverlime. Der ist schon mal. Warte mal, wo ist der denn? Da, der ist schon mal gut. Da werde ich mir auch noch was überlegen. Da muss ich auf jeden Fall die Turtle wieder richtig programmieren, beziehungsweise meine Turtle dafür programmieren, dass sie halt Plant Balls macht. Silver brauche ich auch nicht. Vielleicht hier noch was dran. Also ob hier was dran ist, muss es natürlich nicht. Kann man immer so schwer sagen. Na, hier ist aber gar nichts, definitiv nichts. Der macht hier auch nichts, ne? Das heißt, ich muss hier. Aber ich weiß, dass der auf jeden Fall sich auch verwandeln kann.
haben wir ja auch schon hier gehabt. Weil hier hatte ich ja schon mal den, hier habe ich den großen Baum weggefällt, der hier stand. Das heißt, ich werde sowieso bald die Bäume ja nicht mehr brauchen. Dann werde ich die anderen züchten und dann irgendwann, wenn ich große Bäume habe, werde ich alles versuchen, auf ziemlich hoch zu machen. Silverlime. Ne. Erstmal gerade nicht. Ja, ich werde mich sowieso hier hinstellen. Und dann halt die Bienen laufen lassen, die Bäume, alles hier, etc. Die müssen ja hier was werden, sonst ist das ja natürlich nichts. Ich glaube, ich werde gleich noch welche davon aufstellen. Eine Tanne, vielleicht hier irgendeinen wegmachen. Den vielleicht schon mal. So, dich mache ich schon mal weg. Und dann mache ich alles, was hier connected, auch schon mal direkt mit der Hand weg, sonst geht das ja nicht weg. So, das ist da dran weg. Ja, genau. Komm her, so. So. Naja, aber hier scheint auch nichts mehr zu sein. Die lasse ich auf jeden Fall noch hier, die alten. Der macht mir auch Angst hier. Der braucht auch nicht hier. Der kann auch weg. Ach wohl, da sehe ich was. Aber auch nichts Besonderes. Auch nur Birke. Da ist noch was, aber ich glaube, das sind nur noch so einfache Sachen, ne? Ja. Yep. Da hört man die böse Hölle. So, ich schaue noch mal genau gründlich hier einmal nach. Aber ich glaube, zu meinen hier ist erstmal nix. Dann werden wir nämlich die jetzt auch noch fertig machen und ge wie gesagt Turtle noch programmieren, aber erstmal das mit der Smeltery, damit das laufen kann. Und dann die Turtle nach und nach machen. In der Zeit kann ich ja das immer noch so einzeln hier reinwerfen. So. Das ist krass. Common Walnut. Das ist schon mal schön zu wissen, dass ich schon mal die habe. So, restliche Dinger da hinten reinwerfen. Knochen. Na, jetzt kommen auch vermehrt die ganzen Schmetterlinge. Je mehr ich da mitmache, passiert das auf jeden Fall. Aber Knochenmehl sollte ich auch bald genug erst vorerst haben, oder? Knochenmehl, oh, Knochenmehl, ja, 800. Aber wisst ihr was, wir müssen auf jeden Fall jetzt einmal Kescher machen, sonst wird das nix. Gib mal Wolle. Genau, hellgraue Wolle macht auch schon mal, sehe ich gerade. Geil. Nice. Zwei Stück sollten reichen. So, Schmetterlinge. Versuche ich euch mal zu holen. Einer ist irgendwie auf dem halben Weg. Ah, machen wir noch ein bisschen. Da ist er. Schleichen, schleichen, schleichen. Schon mal rechte Maustaste gedrückt haben und da ist er. Und der Kescher, der verbraucht sie auch nicht. Das ist noch der große kleine Vorteil daran. Okay, die sind aktiv. Den ist es hell genug. Nein, das war knapp. Nein, 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 nein. Wo willst du denn hin? Leg dich doch mal irgendwo nieder. Nein, komm her. Jawohl. Und nächsten, was haben wir denn da? Okay, okidoki. So, hier hinten waren ja auch noch angeblich welche, aber ich glaube, die sind schon wieder weg. Ja, die scheinen auch wieder weg zu sein. Also irgendwann gehen die auch weg, das ist natürlich klar. Dann fliegen die einfach weiter und dann sind sie despawned. Das geht relativ schnell bei den Schmetterlingen, aber zu wissen, dass wir schon mal wieder welche haben. Und Kescher auf jeden Fall. Der Kescher. So. Ne, eine Kiste weiter. Oh, habe ich beide noch nicht. Wie gesagt, diese Erze hier, die Aluminium und so weiter, mit Waldbarren rausbekommen oder sowas. Weil für was genau, das ich brauche, keine Ahnung. Kanister und hast du nicht gesehen. Ich musste auch noch ein paar Formen rausmachen mit der Smeltery. Das ist alles noch, alles in Mache. Aber wir können schon mal. Die Zeit gönne ich mir jetzt noch, weil die alte Folge ja so ziemlich kurz war. Machen die jetzt etwas längerer. Ich habe das alles hier reingeworfen, ne? Weil davon brauche ich auch noch welche. Von denen hier. Da brauche ich nur drei extra. Dann brauche ich hiervon noch drei extra. Und dann brauche ich hier noch drei extra. Und im späteren Verlauf, für die andere brauche ich auch noch was. Das heißt, ich müsste von dem Stein auch wieder was machen.
aber erstmal eben das hier noch hinpfeffern. Am besten irgendwo mittig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück. Machen wir sie mal. Genau so, links, rechts, 2 Platz. Das brauche ich nicht. Ich brauche den hier. Den dahin. Habe ich keinen Tank gehabt? Das ist jetzt eine gute Frage. Habe ich gar keinen Tank gemacht? Oh, da ist wieder ein Schmetterling. Welcher Ausgang ist das denn? Ach, da komme ich, glaube ich, am schnellsten hier raus, oder? Gescher. So, da irgendwo hinten. Kann natürlich jetzt schon wieder weg sein. Er ist aber noch da. Bei den Bärenbüschen oder ist der unterirdisch? Muss jetzt natürlich aufpassen. Ich will den nicht verschrecken. Da unten ist er drin. Geronimo, danke. Ich wollte gerade sagen, gehst du von der Karte weg? Sonst hätte ich mir Angst gemacht, dass da noch einer ist. Und hoppa. Immer dies rumgelaufen überall, aber wenn man Schmetterlinge schon wieder hat und wieder finden kann, dann bin ich auf jeden Fall dafür, dass wir die auch einsammeln. So, habe ich gar nicht den Tank hier rausgenommen. Versenktes Glas. Ne, ich habe doch. Das kommt nach ohne unten. Da habe ich doch so. Habe ich gar keinen Tank gemacht? Der ist gar nicht hier drinne. Ei. Der ist gar nicht hier drinne. Naja, dann müssen wir halt noch ein paar Dinger machen. Weil sonst läuft der Ofen nicht. Ohne Lava geht da auch nichts. Wir können schon mal den Rest hier aufbauen und den Rest mache ich dann bei der nächsten Folge und tun den Tank auch dann richtig craften bzw. dran setzen noch. So. Wir müssen hier unten nämlich noch was weggraben. Das hier. Das war einer zu viele. Denn hier kommt der Boden sozusagen von der Smeltery rein. Und jetzt kommen hier links, rechts nämlich auch noch diese Dinger hin. Das müssen wir einmal im Kreis setzen. Die Dinger nicht. Die kommen in die Etage höher. Die Dinger brauche ich. Dankeschön. So, jetzt kommen hier die dran. Ach ja, jetzt können wir das nicht setzen, weil wir natürlich keinen Platz dazwischen frei haben. Und deswegen müsste ich auch hier hinten in den Raum auch noch weiter raus machen. Das gilt dann hier so, so, so. Überall das gleiche hier. Auf der Seite, auf der Seite müssen wir das auch machen. Und dann kommen hier unten später die Becken hin. An den Stellen. Da, da, da. Da. Und dann kommt natürlich noch Verdrahtung. Deswegen brauche ich auch noch mehr von dieser Wolle. Aber erstmal werde ich das programmieren. Das heißt, da habe ich auf jeden Fall noch Rückendeckung, dass das funktioniert und laufen kann. So, machen wir hier eben die Lampe weg. Die kommt schon mal weg hier. Ja, hier habe ich auf jeden Fall noch Platz. Das heißt, mit dem Drill geht das auf jeden Fall ein bisschen zügiger. So. Und jetzt werden wir die noch in eine Höhe zimmern. Klack. Ich glaube, die machen wir bis oben hin, oder? Ja, die können wir ruhig bis oben hin machen. Der wird auf jeden Fall verschwinden müssen hier. Und ich glaube, vermuten, den Rest mache ich auch schon mal weg hier. Denn damit kann ich die wirklich komplett hochziehen und ich kann da wirklich massig reinschmeißen, was da auch rein soll. Geht ja meist auch nachher um das Glas. Damit ich halt eine bessere eine Textur habe fürs Glas. Das sieht auch ein bisschen besser aus. Das ist durchlässig. Kann man richtig durchgucken. Hat nicht so komische Connecting sozusagen. Das Connecting Feature ist da etwas besser als hier. So. Ah, da, ich glaube, ich sehe da. Brauchen wir auch noch von den Steinen welche nachher. Da, oder? Passt das? Na, der kommt weg. Da kommt der hin erstmal. 13 Stück. 13 Stück. Oh, das wird knapp. Ne, das passt. Jetzt kommt hier noch ein Glas hin und hier kommt später der Tank rein und dann läuft er auch. Und dann haben wir massiv viel Platz. Ich weiß gar nicht, wie viel reinpasst.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6er sind das, ne? 6 mal 9 sind 54. Das heißt auf jeden Fall fast ein ganzes Sektpass hier rein. Und der Rest muss ich ein bisschen aushöhlen, verdrahten. Und das ist eigentlich schon fast fertig. Aber ich sage mal, die Folge ist jetzt schon ziemlich gut überzogen. Und ich werde jetzt alles fertig programmieren. Und dann sehen wir eigentlich in der nächsten Folge, wo eigentlich schon alles sozusagen fertig programmiert ist. Und wir halt richtig loslegen können, noch weiter, noch mehr richtig Stuff geben, noch mal richtig einen Push-Kick kurz vor Silvester reinstarten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash Total Bay und tschüssen.